Hallo und herzlich willkommen in der Easy Peasy Fräuleinküche. Heute habe ich für dich ein Ofenrührei à la Fiorentina. Du brauchst dafür 250 Gramm gewaschenen, geputzten Spinat. Dann nimmst du eine Pfanne und gibst 3 Esslöffel Olivenöl rein und tust eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe darin andünsten. Du gibst 50 Gramm Cocktailtomaten dazu und nach den Spinat. Dann salzt und pfefferst du es. Und dünstest alles, bis es schön zusammengefallen ist und die Flüssigkeit weg ist. Jetzt verteilst du das Ganze in einer Auflaufform. Bestreust es mit 100 Gramm geriebenem Mozzarella. Dann nimmst du dir 3 Eier, schlägst sie auf in eine kleine Schüssel, gibst 100 Milliliter flüssige Sahne dazu. Du würzt es mit Salz, Pfeffer und Paprika und verquirlst das Ganze. Und dann gießt du es über den Spinat in der Auflaufform drüber. Du gibst es in den Ofen bei 175 Grad Umluft und das backt circa 20 bis 25 Minuten. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist, schön goldgelb gebacken. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Appetit. Lass es dir so richtig, richtig gut schmecken. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest. Und ja, bis ganz bald. Ciao.